Das war jetzt nicht so gut. Nahrungstechnisch sieht es echt sehr bescheiden aus gerade. Wäre natürlich mega bitter, wenn wir jetzt verhungern würden, aber... Ich könnte maximal die Samen jetzt noch essen, um eine Weile durchzuhalten. Wie viel kostet denn eine Science-Mische ein? Gar nicht so viel, gell? Dann baue ich jetzt hier mal eine hin. Wisst ihr was? Ja, super. So, dann nehmen wir jetzt die Schaufel. Und essen die ganzen Grab hier. Sehr schön. Dann machen wir uns ein Backpack und dann nehmen wir den ganzen Rest noch mit. Was können wir uns noch machen? Survival. Vogelfallen können wir später machen. Können wir später machen. Später machen. Später machen. Okay. Dann gehen wir zurück und nehmen auf dem Rückweg alles mit, was wir finden. Also graben alles aus, was wir finden. Wie zum Beispiel diesen köstlichen Bärenbusch. Oder dieses Gras. Oder den da. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Hier unten gibt's nichts. Ja, genau. Nehmen wir noch die mit, weil die haben wir gerade am wenigsten sowieso. In der Wüste findet man davon ja eigentlich genug von dem Gras. Aber ein bisschen was wir trotzdem mitnehmen davon. Wir können ja eh nur 10 von jedem sammeln, von daher. Wenn wir dann zusätzlich noch 20 Puff haben. Die wir erfasst haben. Dann können wir 10 Bärenbüsche und 10 von den Dingern hier wieder ganz machen. Sie wäre natürlich abesommen. Auch dafür brauchen wir wieder ein paar, um den Schmetterlingsdings zu machen, weil den können wir ja bald jetzt machen, weil wir Spinnendinger haben. So schnell. Da kommen wir nach Hause, können wir uns eine vollkommene Basis einrichten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Um unsere geistige Verfassung stand schon mal besser auf jeden Fall. Wo ich drüber nachdenke, was natürlich sein kann, ist, dass Twitch irgendwelche Probleme mit der AGB hat, von Liedern oder so. Dass bei meiner Minecraft-Playlist ein Lied vorkam, was auf Twitch nicht geduldet wird und deswegen mein Account gesperrt wird. Das kann natürlich auch sein. Bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Na, nimm mit. So, da habe ich 10 davon, 10 davon. Die kann ich eh nicht mitnehmen. Wie weit ist es noch bis nach Hause? Nur ein Stück wird es sein. Alles klar, einfach nur den Weg lang. Das würde ich aber trotzdem gerne mitnehmen. So.
Außerdem würde ich auch gerne mal schauen, ob Spinnen noch da sind. Und da sind wieder Spinnen. Sehr schön. So, wie weit haben wir es? Noch ein bisschen ist es. Ein Spinnennetz haben wir noch bekommen, sind wir bei 6. Können wir doch schon ein Zelt bauen, ne? Nehmen wir es einfach mit. Frage ist, wo... Ah, hier ist es doch schon, siehst du. So, dann stellen wir eine Seinsmischung auf. Und fangen an, Felder zu bauen. Also wollen wir noch die zweite Seinsmischung, okay. Brauchen wir auch Bretter dafür? Bretter, 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 Bretter. Aus dem Bretter mache ich was für eine Kiste. Und da packe ich das bei den ganzen Crap hier rein. Das dauert noch. War das jetzt nicht geplant, aber... Alles klar. Ist auch ein bisschen zu nah an meiner Festung. So, zwei Felder, da brauche ich noch. Dann gehe ich mal nochmal runter. Und hole mir noch ein bisschen. Holz. Wir brauchen auch noch Holz für die Farm, deswegen müssen wir sowieso ein bisschen mehr holen. La 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 la
Kann man hier alle drei mitnehmen. Hunger steigt gerade ein bisschen an, aber auch das ist kein Problem, wir haben Hasen gefangen. Habe ich auf dem Weg hierher gesehen. So, den nehmen wir noch mit, den nehmen wir noch mit. Ich bin ja gespannt, ob wir es schaffen, Tag 40 nochmal zu überholen. Also mit Pinguin sollte man keine Probleme haben. Weil der riesen Büffelhorde in meiner Gegend sollte auch keine große Wolfsherde mehr geschaden. Der letzte war immer echt nur gestorben, weil dieses komische Monstervieh kam. Weil die einfach mal umgekloppt hat einfach. Ich kam einfach an und hat mich getötet. Seht euch das mal wieder an hier. Das war knapp, das wollte ich gar nicht. So, dann nehme ich mal die volle mit. Ich habe auf jeden Fall eine volle. Genau da. Na gut, also, erstmal müssen wir uns den Hasen braten. Dann zwei mal Bären. Dann dreimal das. Dann brauchen wir zweimal Stein. Dann haben wir die zweite Science Machine. Jetzt können wir auch mit etwas Hilfe die Farm bauen. Zweite. Eine dritte. Eine vierte. Oh mein Gott, wir verhungern, wir verhungern, wir verhungern. Ah. Gar nicht gemerkt. Scheiße. Mal ein bisschen was rein. So, okay, das sieht gut aus. Und den Rest tun wir in die Farm rein. Da habe ich jetzt einen zu viel gemacht. Und da können wir ja noch mal ganz kurz. Jawohl, das ist sogar eine Sternfrucht, so eine Drachenfrucht. Die gibt am meisten wieder. Na komm, hier, das eine können wir da einschmeißen. Super. Jetzt holen wir das hier den ganzen Spaß hier raus. Dann stellen wir hier oben jetzt einfach mal den ganzen Spaß hin. Klack, klack. Dann tun wir das Düngen. Ah, habe ich hier gerade Dünger als verbraucht, ne? Hahaha. So.
Haben wir auch das gepflanzt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch pflanzen, machen, tun. Haben wir keinen? Leute, hab ich alles verballert? Das ist ja krass. Noch ein paar Seile und einen Stock, damit ich und Stöcker, damit ich nächste machen kann. Wir müssen sowieso wieder sammeln. Aber jetzt müssen wir die ganze Ecke sammeln erstmal. Am besten so ein ganzes Deck voll. Dabei gut, mal gleich mal den die Wüste noch ein bisschen mit. Schalten noch ein bisschen was frei hier. Und da sehe ich schon das nächste Spinnennest. Wenn es kein Zweierspinnennest ist, kann man es gleich mal holen. Es ist ein normales Spinnennest. Na, das ist doch super. Trifft sich doch perfekt. Komm her. Na kommt. Aber immer noch nicht tot. LOL. Es war so schön, wir hatten schon so... Ach man. Ah, ich hab's wieder übertrieben. Ah, ich bin so schlimm, wenn es um sowas geht. Ah. Ja. Wir versuchen es beim nächsten Mal nochmal. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Wir versuchen es beim nächsten Mal nochmal, meine lieben Freunde. Und hoffen, wir wollen immer noch die 40, ich will unbedingt die 50 Tage knacken. Ich kann es euch mal kurz zeigen, wir gehen mal ins Main-Menü rein. Ins Main-Menü. Da zeige ich meinen anderen Spielstand mal. Wenn ich jetzt einmal dabei bin, kann ich euch das mal kurz zeigen. Der sieht so aus. Hier habe ich auch schon ein bisschen mehr, hier habe ich auch schon Bienenstöcke und da habe ich das schon. So, müssen wir schneller machen. So. Und hier oben seht ihr schon, habe ich auch schon ganz schön gute Farm, alles voll. Also hier bin ich gut versorgt in dem Spielstand auf jeden Fall. Da habe ich jetzt aber lange nicht weitergespielt in dem Spielstand. Und ja, na gut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde, und versuchen wir es nochmal. Wie gesagt, es steht immer noch die Frage offen, wollen wir nochmal mit Assassin's Creed 4 anfangen? Wollen wir nochmal versuchen, Assassin's Creed 4 zu spielen, komplett nochmal durchzuspielen von Anfang an? Weil ich schaff's einfach nicht in meiner privaten Zeit, diese 50% danach zu stellen, das ist einfach zu viel. Deswegen würde ich euch einfach vorschlagen, wir fangen nochmal von vorne an, spielen es einfach nochmal durch. Und wenn wir bei 50% angekommen sind, wir machen nicht so viele Nebenmissionen diesmal. Dann, ja, dann haben wir es halt einfach. Ja, bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und, ja, tschüss.